Ja, ich liebe ja wirklich Kino, weil beim Kino kann ich meiner Kreativität und Fantasie auch immer freien Lauf lassen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute Abend im Kino sind und ich freue mich natürlich auch sehr, dass Sie hier sind, denn damit haben Sie schon mal bewiesen, dass Sie sich Termine merken können, also schon über einige Gedächtnisstrategien verfügen oder zumindest Ihre Sekretärin, aber wir können auf jeden Fall mit einem Grundpotenzial arbeiten. Und zwar, was macht man beim Gedächtnistraining? Beim Gedächtnistraining nutzen wir die Fähigkeit unseres Gehirns, dass wir uns am besten Bilder vorstellen können. Und ich möchte das auch mit Ihnen heute Abend ausprobieren, wie das so mit dem Gedächtnis funktioniert. Und ich habe mir auch noch etwas ausgedacht, denn viele große Shows beginnen ja auch mit einem Stunt. Deswegen habe ich mir für heute Abend auch was überlegt. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich mir ein paar Zahlen der Zahl Pi merke. Und das sind 520 Stück, die ich mir gemerkt habe. Die aufzusagen, würde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich bräuchte jetzt erstmal einen Assistenten oder eine freiwillige Assistentin. Das ist meistens die erste Reihe. Sieht alles aus, als ob ihr richtig Lust hättet. So richtig. Vor allem du. Stehst du mal bitte auf. Wie heißt du denn? Tino. Tino. Hallo. Mal einen großen Applaus für Tino. Und kannst du die Karte mit den Zahlen gleich direkt mitnehmen? Super. Tino. Sie finden nämlich jetzt auch noch auf Ihrem Platz irgendwo im Papierwust so eine schöne Karte mit ein paar Zahlen drauf. Die wunderschöne Zahl Pi. Und es sind genau 520 Ziffern. Und Tino, du bist jetzt quasi meine Glücksfee, denn du darfst mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 13 sagen. Und diese Reihe werde ich dann gleich versuchen aufzusagen. Also sag mal irgendwas, eine Zahl zwischen 1 und 13, die dir so spontan in den Sinn kommt. 8. Die meisten sagen 7, Sapperlott. Aber ich glaube, ich hoffe mal, dass ich die 8. Reihe auch hinbekomme. Genau, Sie können einfach kontrollieren. Tino, du bist auch ja, mein Schiedsrichter. Wenn ich irgendwas falsch sage, dann kannst du ja ruhig reinrufen. Ne? Ansonsten schaue ich mal, ob das klappt. Und zwar die Nummer 8. Das ist eine gute Frage. Die ging los mit der 9-8. Dann kommt die 9-3, 0-5, 6-6, 8-5, 2-2, 4-2, 2-4, 3-6, 3-6. Und dann haben wir die 5-6, 7-5, 4-3. Das ist bei meinem Kopf der Tannenbaum, besäuft sich mit rum, säuft sich mit rum. 4-3, dann kommt die 2-7, nee, die 2-1, 2-7, 2-9, 8-7. Und jetzt haben wir noch die 0-9, die 0-2 und die 3-4. Super, vielen lieben Dank, Tino, hervorragend gemacht. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Können Sie sich vorstellen, dass ein Mensch in der Lage ist, sich 200 solcher Postkarten mit jeweils 520 Ziffern zu merken? Also glauben Sie, dass ein Mensch in der Lage ist, sich 100.000 Ziffern in der richtigen Reihenfolge zu merken? Wer glaubt, dass das möglich ist? Mal bitte die Hand heben. Okay. Sie haben alle recht, die die Hand gehoben haben, denn am 3. Oktober 2006 hat der Japaner Akira Araguchi alleine 16 Stunden gebraucht, um diese 100.000 Ziffern hinter der Zahl Pi aufzusagen. Wir werden heute nicht mit 100.000 Ziffern starten, sondern mit ein paar. Aber davor würde ich einfach sagen, fangen wir mit einer kleinen Aufwärmübung an. Und zwar ist die einfachste Gedächtnistechnik, die es sozusagen gibt, die sogenannte Geschichtentechnik. Und die funktioniert jetzt einfach so, dass man versucht, bei allen Informationen, die man sich merken möchte, diese Begriffe sich wirklich vorzustellen, also ein Bild von ihnen zu machen und die zu so einer kleinen Geschichte zu verknüpfen. Also die Kraft der Bilder spielt auf jeden Fall auch beim Gedächtnistraining eine große Rolle. Was ist noch wichtig? Wir können mal kurz uns überlegen, was wir uns denn eigentlich leicht merken können. Zwar können wir uns zum ersten Dinge merken, für die wir uns interessieren. Also alles, was spannend ist, das bleibt quasi wie von ganz alleine hängen. Kennen Sie bestimmt auch, Sie vergessen bestimmt ab und zu den Müll rauszubringen, aber Sie wissen genau, wann Ihre Lieblingsmannschaft Meister geworden ist. Dann können wir uns Dinge merken, die total außergewöhnlich oder besonders sind oder was lustig ist. Also wir müssen uns, wenn wir uns was merken möchten, uns Dinge möglichst lustig, verrückt und bunt vorstellen. Und wir können uns auch noch Dinge viel, viel besser merken, die wir mit etwas verknüpfen können, was wir bereits kennen. Also wenn wir neues Wissen mit bekanntem Wissen verbinden können. Das ist also wichtig, wir müssen unsere Geschichte spannend machen, lustig und miteinander verknüpfen. Und ich habe heute auch keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe die neueste 3D-Technik verwendet, um unsere Geschichtentechnik zu starten. Nämlich dieses hier, diese Blätter. Und zwar möchte ich jetzt, dass Sie sich die Geschichte alle richtig, richtig gut im Kopf vorstellen, die ich Ihnen jetzt erzählen werde. Und zwar beginnt unsere Geschichte in einem Luxushotel. Also ich möchte, dass Sie die Augen schließen und sich richtig vorstellen könnten, dass Sie jetzt sich in einem Luxushotel befinden. Luxushotel ist das erste Wort. Dieses Luxushotel befindet sich in Frankreich, in Paris. Also möchten Sie jetzt den Eiffelturm besuchen. Also der Eiffelturm ist der nächste Begriff. Und auf dem Eiffelturm bestellen Sie sich jetzt eine vorzügliche Pizza.
Also Pizza ist das nächste Wort, das wir uns merken möchten. Und eine Pizza schmeckt natürlich besonders gut, wenn besonders viel Käse, wenn wir besonders viel Käse drüber streuen. Also Käse ist jetzt das nächste Wort. Deswegen bestellen wir uns also eine riesige Portion Käse und zum Nachtisch gibt es Pralinen. Bis soweit ist noch nichts Großes passiert. Wir wollen Pralinen trinken. Wir haben jetzt also viel gegessen. Jetzt bekommen wir natürlich Durst und wollen ein Bier trinken gehen. Ein Bier. So, und jetzt geht es mit Ihrer Vorstellungskraft weiter. Denn dieses Bier möchten wir jetzt in einem Irish Pub trinken. Irish Pub ist also das nächste Wort, das wir uns merken möchten. Und der Irish Pub heißt zur Meerjungfrau. Und ich möchte Sie sich vorstellen, wie dieses Schild zur Meerjungfrau aussieht oder wie Sie im Eingang von dem Irish Pub von einer wunderschönen Meerjungfrau begrüßt werden. Also wir gehen in den Irish Pub, der heißt zur Meerjungfrau. Und in der hintersten Ecke, da entdecken wir jetzt die Queen. Da sitzt die Queen und wir setzen uns natürlich dazu. Wir stoßen mit der Queen an und wir stehen uns so gut, dass wir gemeinsam jetzt beschließen, einen Tempel zu bereisen. Also wir fahren jetzt mit der Queen zu einem Tempel und in diesem Tempel findet jetzt auf einmal ein Stierkampf statt. Und sie denken sich, was ist denn das hier los? Was ist hier los? Ich war im Irish Pub, da, der heißt so Meerjungfrau. Da habe ich die Queen getroffen. Jetzt sitzen wir im Tempel und hier findet ein Stierkampf statt. Sie brauchen jetzt erstmal etwas, um ihre Nerven zu beruhigen und bestellen sich erstmal einen Portwein. Also Portwein ist das nächste Wort. Und der Portwein reicht nicht, um die Nerven zu beruhigen. Deswegen müssen sie noch ganz dringend in die Sauna, zu Ikea. Und da schmelzen jetzt auch noch ihre Mozartkugeln, die sie sich heimlich vorher vom Dessert noch mitgenommen haben. Puh. So, das waren jetzt schon mal 15 Wörter. Und ich sehe in fragende Gesichter. Aber ich bin mir sicher, dass wir es jetzt gemeinsam schaffen, uns an alle 15 Wörter zu erinnern. Und ich möchte, dass Sie alle laut mitrufen. Also, was war nochmal unser allererstes Wort? Das Luxushotel. Luxushotel. Ich bin begeistert. Dann kam der Eiffelturm. Hervorragend. Danach die Pizza mit viel Käse. Zum Nachtisch gab es Pralinen. Ganz genau. Jetzt brauchen wir was? Ein Bier. Das gibt's wo? Im Irish Pub. Ganz genau. Der heißt zur Meerjungfrau. Richtig. Wen treffen wir? Die Queen, jetzt fahren wir zum Tempel, dort findet was statt? Ein Stierkampf. Und jetzt brauchen wir was? Einen Portwein, genau, der reicht nicht. Deswegen müssen wir noch in die Sauna zu Ikea. Und was schmilzt da? Die Mozartkugeln. Hervorragend. Ich bin sehr stolz auf Sie. Wer hatte denn jetzt schon mal so 10 bis 15 Wörter richtig mal die Hand hoch? Ui, schon mal eine ganze Menge. Bei wem hat es noch gar nicht funktioniert? Und wer war jetzt einfach nur zu faul, die Hand zu heben? Okay, es gibt ein paar. Also, das ist jetzt aber schon mal eine Technik, um sich zum Beispiel seine Einkaufsliste zu merken, sich die To-Do-Liste für den Tag einzuprägen, wichtige Stichpunkte eines Artikels, den man sich gerne einprägen möchte, vielleicht ein paar Punkte von der freien Rede, die man halten möchte. Aber ich wollte mal Ihnen mit diesem Beispiel auch zeigen, dass man sich auch ganz ja, nicht bildhafte, also abstrakte Informationen mit ganz einfachen Bildern merken kann. Denn hinter diesen 15 Wörtern verstecken sich die ersten 15 europäischen Länder in der Reihenfolge, wie sie der Europäischen Union beigetreten sind. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir diese 15 Länder in der Geschichte entdecken. Wir schauen mal bei den 6 Gründungsmitgliedern nach. Also welche damals noch von der Europäischen Gemeinschaft, wer war da dabei? Ein Land, das mit der gleichen Silbe anfängt wie das Luxushotel. Luxemburg, ganz genau. Der Eiffelturm steht in welchem Land? In Frankreich, genau. Die Pizza steht für? Italien, Käse, kommt guter aus? Holland, genau. Dann haben wir noch die Pralinen für? Belgien, genau. Das Bier, wo trinkt man gerne sehr viel Bier? Genau, in Deutschland. Der Irish Pub steht für? Irland, genau, die Meerjungfrau. Für Dänemark, genau, im Hafen von Kopenhagen ist die Meerjungfrau. Die Queen, das ist jetzt wieder ganz einfach. England, genau, der Tempel steht für? Griechenland, perfekt. Der Stierkampf für? Spanien, der Portwein für? Portugal, die Sauna, Finnland, Ikea, Schweden und die Mozartkugeln kommen aus Österreich. Perfekt. So leicht funktioniert es also, sich auch mehrere Informationen in der richtigen Reihenfolge zu merken. Und wenn Sie sich vielleicht fragen, wie kommt man überhaupt dazu, sich so verrückte Bilder auszudenken und auch also an Meisterschaften teilzunehmen, das möchte ich noch ganz kurz erzählen. Bei mir hat das nämlich alles in der 2. Klasse begonnen, als der Gedächtnissport zunächst ungefragt in mein Leben trat, wofür ich ihm aber heute sehr dankbar bin. Und zwar hat es bei mir alles begonnen, als ich anfing, mir alle möglichen Krankheiten einzubilden. Also ich hatte Knieschmerzen, Fußschmerzen, alles Mögliche, weil ich nicht in die Schule wollte und mich so gelangweilt habe. Meine Eltern haben mich zu allen möglichen Ärzten geschickt, die aber immer gesagt haben, Christiane, du hast nichts. Und einer hat dann endlich mal gesagt, so, du gehst zum Fachmann. Und der Psychologe hat dann verschiedene Tests gemacht. Ich habe daraufhin eine Klasse übersprungen und bin in eine Förderung reingekommen, die unter anderem eben auch einen Kurs Gedächtnistraining angeboten haben. Der war zufällig in meiner Straße, deshalb habe ich da überhaupt hingeschaut. Und dort haben wir uns eben ein System überlegt, wie man sich leicht Zahlen merken kann.
Und dann haben wir uns 30, 40 Ziffern am Anfang gemerkt, haben uns dabei kaputt gelacht, weil diese Geschichten eben so lustig waren. Und als wir von Meisterschaften gehört haben, wollten wir da auch alle unbedingt mitmachen. Und so bin ich dann im Alter von 12 Jahren das erste Mal Junioren-Gedächtnisweltmeisterin geworden. Und das hört sich jetzt alles erstmal ganz rosig an, aber gleichzeitig ging es mir in der Schule wieder total schlecht. Also ich war eine miserable Schülerin, in der 7. Klasse stand in meinem Zeugnis in Mathe und Latein die Note 5. Und der Satz, Christiane ist sehr versetzungsgefährdet. Und ich war wirklich kurz davor, meinen Eltern zu sagen, dass ich die Schule schmeißen möchte, weil die Schule wirklich der schrecklichste Ort auf Erden für mich war. Gott sei Dank fanden meine Eltern die Idee natürlich nicht so gut und haben eine Schule gefunden, die gesagt hat, okay, Christiane, wenn du zu uns kommst und deine Techniken endlich auch mal zum Lernen einsetzt, dann darfst du noch 2 weitere Klassen überspringen. Und dieses Angebot hat mir dann wieder die Motivation gegeben, mich überhaupt wieder mit dem Thema Schule zu beschäftigen. Und so stand ich dann so gut in der 8. Klasse, dass ich dann tatsächlich im Alter von 15 Jahren mein Abitur schreiben konnte und mit 16 in den Händen hielt, obwohl ich mit 12 Jahren wirklich noch auf dem besten Wege war, eine absolute Schulversagerin zu werden. Und deswegen bedeuten mir die Techniken so viel und ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich die Möglichkeit habe, diese Techniken auch weiterzugeben. So, wir wollen uns jetzt gleich nochmal dem Thema Ziffern zuwenden, aber ich sehe schon, wir brauchen davor vielleicht noch eine kleine Erfrischung für Sie, deswegen bitte ich Sie mal ganz kurz alle aufzustehen. Wir wollen jetzt nämlich eine kleine Übung machen, die nennt sich Live-Kinetik und dabei verbindet man kognitive Aufgaben mit körperlichen Bewegungen. Das heißt also, wir machen Folgendes, es geht ganz einfach los. Wenn ich mich in diese Richtung neige, dann gehen Sie auch noch in die Richtung, also zu Ihrem Rechts. Ganz jede richtig? Zelle meines Körpers. Genau, und wenn ich nach hier gehe, dann gehen Sie auch in die Richtung. Das klappt ja ganz super, ne? Das sieht wunderschön aus. Genau, und wenn ich aber hier in diese Richtung gehe, dann kommen Sie nach vorne. Ja? Und wenn ich nach vorne gehe, gehen Sie nach hinten. Okay, das sieht schon sehr schön aus. Grooven wir uns mal ein bisschen ein. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Also ein wunderschönes Bild von hier. So, jetzt erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen. Jetzt geben wir den einzelnen Richtungen auch noch Zahlen. Also hinter mir ist die 1. Also hier sehen Sie die 1. Hinter Ihnen ist die 2. Auf der Seite haben wir die 3. Und hier die 4. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4. 3, 1. Genau hier lang. 4. Da lang. Sehr gut. 3, 1, 4. Sehr gut aufgepasst. Jetzt erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad nämlich noch etwas, denn jetzt machen Sie nur noch das, was ich sage. Es kann natürlich sein, dass ich ein bisschen was anderes mache, aber Sie hören auf jeden Fall auf das, was ich sage. Also, starten wir mal. 1, 3, 4, 2, 3. Oh, oh, oh. Da müssen wir uns noch ein bisschen eingrooven. Also hier haben wir die 3 nochmal, alle. 4, 1, 3. Sehr gut. 2, 3. Okay. So, jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger. Jetzt bekommt nämlich jede Richtung auch noch eine Farbe. Also hinter mir ist blau, hinter Ihnen ist grün, hier haben wir rot und auf der Seite gelb. Also schauen wir nochmal, wo ist denn blau? Genau hier. Grün, rot. Ja, wo ist rot? Hier ist rot, genau, perfekt. Hier haben wir rot und hier haben wir gelb. So, blau, rot, gelb, rot, 4, ja, schön hier geblieben, genau, 3, grün, Sie müssen nach hinten, blau. Kleine Hilfe ist, wenn man sich hinter mir so ein schönes blaues Meer vorstellt, hinter Ihnen ist ein wunderschöner grüner Wald, auf der Seite sehen Sie ein gelbes Sonnenblumenfeld und auf der Seite eine riesige rote Erdbeere. Okay, ein letzter Versuch noch, weil es so schön ist. Machen wir nochmal rot, gelb, blau. Oh, jetzt sind Sie aber perfekt unterwegs. Grün, 3, 2, blau, 1. Schön hier geblieben. 3, gelb, rot und die 2. Sie sahen wunderschön aus. Nicht nur ein schönes Publikum, auch ein sehr schlaues Publikum. Vielen, vielen lieben Dank. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Live-Kinetik ist eben ein ganz tolles Training, um sein Gehirn wieder fit zu machen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, wir haben das in unserer Sendung Wie werd ich?
genauer unter die Lupe genommen. Also Sie können das in der ZDF-Mediathek, die Sendung nachschauen sozusagen. Die Sendung heißt Wie werde ich genialer? In diesem Fall, die moderiere ich zusammen mit Lutz van der Horst. Und wir haben eben jede Woche ein neues Thema. Damals war es Wie werde ich genialer? Sonst finden wir raus, wie werde ich mutig? Wie werde ich effektiver? Also auch ganz, ganz viele tolle Sachen. So, ein paar Minütchen haben wir noch und ich wollte Ihnen ja noch zeigen, wie Sie sich jetzt zumindest die ersten 10 Ziffern der Zahl Pi merken können. Die ersten paar kennen wir sicher auch, aber wie funktioniert das, wenn man sich Zahlen merken möchte? Also, auch beim Thema Zahlen nimmt man sich immer wieder Bilder zu Hilfe. So kann man sich zum Beispiel, Tino, das habe ich ganz vergessen, als Dankeschön erhältst du natürlich noch ein Buch. Warum fällt der Schaf vom Baum, heißt das übrigens. Mein Buch, da kann man alle Techniken auch nachlesen. Und ansonsten, wie kann man sich Sachen merken? Also, man kann sich zum Beispiel für die 6 immer einen Würfel vorstellen, weil der Würfel eben 6 Seiten hat. 4 ist zum Beispiel ein Schaf, weil es 4 Beinchen hat. 5 ist die Hand, 4 Beinchen hat. 5 ist die Hand wegen der 5 Finger. 9 ist zum Beispiel ein Kegel, weil es ja 9 Kegel sind. 2 ist ein Schwan, denn der Schwan ist ja so, hat fast die gleiche Form wie die 2. Und dann kann man eben diese Bilder benutzen. Aber man könnte sich entweder eine Geschichte ausdenken, es gibt aber auch eine andere ganz schöne Technik. Und das ist die sogenannte Routenmethode, auch Loki-Methode genannt. Das ist eine Technik, die schon über 2000 Jahre alt ist. Also die alten Griechen und Römer haben diese Technik auch schon benutzt, um Reden freizuhalten. Und zwar haben die in jeder Säulenhalle, in denen sie gesprochen haben, sich an jeder Säule ein Bild vorgestellt, das ein Thema symbolisiert hat. Und dann konnten sie sich während dem freien Sprechen einfach an jeder Säule das nächste Thema abholen und somit ihr Publikum beeindrucken. Und wir wollen uns hier jetzt auch eine kleine Mini-Route festlegen. Und zwar fangen wir mal an hier vorne bei der Leinwand. Das ist unser erster Routenpunkt. Zweiter Routenpunkt ist hier der Vorhang, die schwarze Wand. Nummer 3 ist das wunderschöne Bild von Köln hier oben. Nummer 4 ist das Gedankentanken-Plakat. Und Nummer 5 ist das Flipchart. Ich glaube, das kriegen wir hin, ne? 1 die Leinwand, 2 hier der schwarze Vorhang, 3 das Bild, 4 Gedankentanken und 5 das Flipchart. So, unsere Zahl Pi beginnt natürlich mit der 3. So, bei der 3 kann man sich zum Beispiel ein Dreirad vorstellen. Also ich brauche jetzt Ihre Fantasie, wie Sie hier auf dieser Leinwand ein Dreirad sehen. Ja, stellen Sie sich ein schönes Dreirad vor, das, was Sie schon immer mal haben wollten. Und jetzt haben wir 3,1. 1 ist für mich immer ein Baum, weil er einen Stamm hat. Also sehen Sie hier Ihr Traumdreirad, ja? So schön es auch ist, es ist Gold, es ist Silber, welche Farbe hat ihr? Und hinter der Leinwand, da wächst ein kleiner Baum raus. So wissen wir, es geht los mit 3,1. Ja, 3,1. Dann kommen wir hier zur Wand. Jetzt haben wir die Reihenfolge 4,1. So, wir brauchen also das Schaf. Ja, wir sehen hier also ein Schaf in der Leinwand. Und der Baum, der ist riesengroß, der ist immer noch da. Also stellen wir uns hier vor, wie das ein Schaf vom Baum fällt. Ja? Ups, ich habe das mal visualisiert für Sie. Also warum fällt das Schaf vom Baum? An der Wand. Unsere nächste Zahl ist jetzt die 5. Groß am Bild. Und zwar die 5 und dann kommt die 9. Und 9 war der Kegel. Also stellen Sie sich bitte vor, wie Sie mit Ihrer Hand, die fällt wahrscheinlich ein bisschen größer aus, jetzt den Kölner Dom wegkegeln. Ja? 5 und 9. Das ist ja nur Fantasie. Das ist ja auch das Schöne da, dass man nicht nur seine Fantasie, sondern auch seine Kreativität mit Gedächtnistraining schulen kann. Also wir bohlen mit unserer Hand den Kölner Dom weg. So, jetzt haben wir die 2 noch. Der kleine Schwan, der guckt hier hinter dem Plakat hervor. Aber wir haben ein Problem, der Schwan ist ein bisschen spielsüchtig. Ja, denn der Schwan, der würfelt gerne. Also haben wir jetzt die 2 und die 6. Der Schwan würfelt hier, also Sie sehen den Schwan, der hier vorguckt mit seinem Würfel, weil er ist einfach tatsächlich spielsüchtig. Es ist leider so. Und jetzt kommen wir noch zum allerletzten Bild, jetzt kommen wir nochmal die Hand, die 5 und die 3. Also sehen wir hier, wie ich jetzt hier, das können Sie sich aber vorstellen, mit meiner Hand ein wunderschönes Dreirad male auf dem Flipchart. Ja? So, jetzt haben wir also 10 Ziffern quasi auf dieser kleinen Mini-Route verbildert. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir auf alle 10 Ziffern wiederkommen. Was war denn die erste Zahl, die wir auf der Leinwand gesehen haben? Die 3, perfekt. Hinter der Leinwand wuchs ein Baum, das ist die 1. Was haben wir hier an der Wand gesehen? Ein Schaf, genau, das Schaf steht für die 4, perfekt. Und das Schaf fällt vom Baum, genau, steht für die 1, perfekt. Wie geht es weiter oben an unserem Bild? Genau, erst kommt die Hand ins Bild, die Hand steht für die 5, genau. Dann kommt der Kegel, der steht für die 9, hervorragend. Wer lugt jetzt hier hinten hervor? Der
Der Schwan, der steht für die? Zwei, hervorragend. Der hat ein Problem? Genau, der würfelt nämlich zu gerne, die sechs. Und unsere letzte Zahlenkombination hier vorne war die? Die Hand, die fünf, genau, und sie malt was? Das Dreirad, 5-3. Und schon haben sie also sich schon mal 10 Ziffern spielend leicht und kinderleicht vor allem gemerkt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so einen kleinen Einblick in die Welt des Gedächtnistrainings geben. Schauen Sie, wo Sie sich immer lustige Bilder vorstellen können. Umso verrückter sind, umso besser sind Sie. Und ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie fit im Kopf. Vielen Dank.